Herzlich willkommen, liebe Leute, zu einem neuen Let's Play Projekt hier auf dem Kanal. Wir starten heute gemeinsam die Singleplayer Kampagne von Call of Duty Ghosts. Und ja, ich möchte ganz gerne nochmal hier die Singleplayer Kampagne von Ghosts mit euch gemeinsam erleben, denn wie ich finde, ist die Story richtig gut, ja, ist eine meiner Lieblings Call of Duty Stories. Und ja, ich habe das Spiel auch damals nicht let's played, denn damals, wo das Spiel rauskam, habe ich noch kein YouTube gemacht. Und da jetzt momentan erstmal wieder nichts rauskommt, ja, das nächste neue Spiel, also was neu herauskommt, was dann hier auf dem Kanal als LP kommt, ist erst am 30. April. Und ja, deswegen habe ich mir gedacht, komm, spielen wir nochmal Call of Duty Ghosts hier gemeinsam durch. Und ich würde sagen, wir legen jetzt direkt los mit der Kampagne. Los geht's! Es war eine andere Zeit, ein anderer Gegner. 60 Mann aus den besten Einheiten wurden geschickt, um sich 500 Gegnern zu stellen. Ihr Ziel war es, den Feind von einem Krankenhaus zu vertreiben und die Patienten zu retten. 3 Tage hielten sie durch, aber der Feind war zahlenmäßig einfach überlegen. Aus den 60 wurden 15. Noch eine Nacht würden sie nicht schaffen, und der Feind wusste das. Im Schutz der Dunkelheit evakuierten sie das Krankenhaus, schickten nur einen, um sie anzuführen. Der Rest kehrte zurück und bezog unter den Leichen ihrer gefallenen Kameraden Stellung. Da lagen sie und warteten, überströmt vom Blut der Gefallenen. Der Sand klebte an ihnen wie ein Schleier. Er veränderte sie, läuterte sie. Als der Feind kam, erhoben sich die letzten 14 aus dem Wüstensand. Sie waren unsichtbare Jäger, und gegen ihre Tarnung konnte niemand etwas ausrichten. Als ihnen die Munition ausging, benutzten sie ihre Klingen. Und als die Klingen stumpf waren, benutzten sie ihre Hände. Als sie Staub und Sand gelegt hatten, war nur ein einziger Feind übrig. Er wurde in der Wüste gefunden, ziellos umherwandernd, traumatisiert. Er warnte die anderen vor einer so gefährlichen, unschlagbaren Macht, dass man sie für übernatürlich hielt. Er nannte sie Ghosts, Geister. Und das ist wirklich passiert? So geht die Legende. Ach, Dad, du glaubst doch nicht, dass die Geschichten real sind. Ja, das mach ich. Los, gehen wir zurück zum Haus. Gehen wir. Na los, Tempo. Ja, Dad. Ich komme ja schon. Ein Erdbeben. Warum wird das bei solchen Dingern immer durchgedreht? Noch eins. Von denen kommen noch ein paar, bevor sich alles beruhigt. Der Wind wird auch stärker. Ja, ab ins Haus. Würde ich auch sagen. Nicht, dass wir hier noch erschlagen werden von einem Baum oder so. Dad, warte! Ich bin nicht so schnell wie du. Oh, Hilfe! Die überfahren uns noch. Ja, ist ja gut, Bruder. Was zur Hölle ist denn los? Ja, ich frag mich auch, was hier los ist. Hier lang, Logan. Kletter rüber. Moment, so. Wow. Holy moly, mach die Tür zu, schnell. Puh. Ich weiß es auch nicht. Oh, Hilfe! Oh. Ja, heute nicht. Okay, 3, 2, 1, schieben!
Odin-Kontrolle. Ping der Orbitalwaffe erfolgreich. Roger, Mosley. Verfolge Waffentestschusssignal. Hey Baker, hier ist unser Taxi. Rein mit uns. Shuttle hier Odin-Kontrolle. Empfangsbereit. Odin-Kontrolle, wir kehren um zur Besprechung mit der neuen Crew. Roger, wir bereiten Luftschleuse C vor. Shuttle in Undock-Endphase. Shuttle, 10 Meter. Beginne Rotation. 5 Meter, Shuttle. 2 Meter. Rotationsdelta auf 0, Shuttle. Mosley, Luftschleuse C ist bereit. Undock. Mittelstellung aktiv. Beginne Einzug. Verstanden, Shuttle. Starte, Druckausgleich. Ach, ich freue mich wirklich auf zu Hause. Wie lange ist das her? 3 Monate? Shuttle, ihr habt angedockt. Und ihr seid eingefahren. Gut gesteuert. Hilf mir beim Entladen. Jo, ich komm. Oh, was geht denn dort ab? Ey, was sind die denn? Ach du Schreck. Schnell. Wir müssen hier nach vorne. Wir brauchen was zum Verteidigen. Da, da ist eine Waffe. Ey, nein, gib die her. Lass mich gehen. Zack. Houston, die Föderation hat den Waffenstillstand gebrochen. Odin, Kontrolle. Odin geht auf Feuermodus. Dies ist keine Simulation. Sie dürfen nicht die Kontrolle über Odin erlangen. Odin, Kontrolle. Es sind Föderationstruppen im hinteren Crewmodul. Schnell, wir müssen die aufhalten. Die Waffe ist auf jeden Fall bereit. Und ich bin auch bereit für die. So, gib mal die Waffe her. Sehr gut. Los Angeles. Erfasst. San Diego. Erfasst. Phoenix. Erfasst. Ziel Houston. Erfasst. Ziel Miami. Erfasst. Geschätzte Verluste. Nein. Wir haben keine Wahl. Wir lassen die Station abstürzen. Tut mir leid, Mosley. Verdammt, Houston. Baker, wir müssen uns sputen. 10 Sekunden. Alle in einem sicheren Bereich. Das Lager ist verstärkt. Mir nach. Retourniert in 3, 2, 1. Verstanden, Mosley. Odin visiert Ladungen 3 und 4 nicht mehr an. Aber Ladung 2 wird noch sequenziert. Ziel erfasst. San Francisco, Denver, Kansas City, Chicago, Washington DC. Wir sind noch nicht fertig, Baker. Wir müssen zu Odin und zerstören. Das müssen wir wirklich. Wir schaffen es nicht, Baker. Atlas, wie viele Grad sind zur Destabilisierung nötig? 23 Grad, Back- oder Steuerbord. Fernlenksysteme antworten nicht. 23 Grad. Wir versenken dieses Ding im Ozean. Schnell. Wir müssen die Menschen retten, die da unten auf der Erde sind. Wir opfern uns. Für die ganzen Millionen Leute. Hilf mir, das zu öffnen! Ja, ich helfe dir. So, komm. Auf damit. Zack. Ja, mach ich. Komm. Ich hab dich, Baker. Einfach weiter schießen. Okay. Einfach weiter draufhalten. Gut. Mach ich.
Es ist genug, um sie abstürzen zu lassen. Wir haben Kontakt zur Odin-Kontrolle verloren. Wiederhole, Kontakt zur Odin-Kontrolle verloren. So, wir müssen hier weg. Und Mann, oh Mann, die armen Leute bei der Raumstation. Die tun mir echt leid. Die haben sich heldenhaft geopfert. Aber jetzt müssen wir erstmal hier weg. Bro, warte! Wir müssen zusammenhalten. Oh! Oh! Meine Hüfte. Nach oben, wir müssen weiter nach oben. Ja, ist ja gut. Ich beeile mich ja schon. Und ich bin nicht mehr der Schnellste. Meine Hüfte habe ich verletzt. Lauf einfach weiter. Der Aufstieg der Föderation zur Macht begann bereits vor Jahren. Als die großen energieerzeugenden Wüsten zerstört wurden, brachen die von ihnen abhängigen Weltmächte zusammen. Die Föderation erhob sich aus ihren Trümmern. Die Föderation hat ganz Südamerika unter einer Flagge vereinigt und bei ihrem Vormarsch nach Norden alles in ihrem Weg verschlungen. Als sie Odin gegen uns richteten, stand die Föderation direkt vor Amerikas Haustür, bereit für den Todesstoß. Sie dachten, wir wären schwach. Eine leichte Beute. Wir kämpften. Ist auch gut, sodass wir ein blutiges Patt erreichten. Und hier, jenseits der Krater des Niemandslands, führen wir einen defensiven Krieg gegen einen überlegenen Feind. Viking 6, seid ihr da? Hesh, Logan. Verstanden. Ja, wir sind hier. Was gibt's? Berichte liegen vor. Dallas wurde letzte Nacht eingenommen. Die Mauer soll sofort überprüft werden. Mist. Gibt's Überlebende? Negativ. Ich wollte dich nicht wecken. Dachte, du kannst den Schlaf brauchen. Ruhig, Junge. Hör zu. Riley hat was entdeckt. Schnapp dir deine Sachen, los. Ja, ich bin bereit, Bruder. Aber wir machen nicht mehr in dieser Folge weiter, sondern dann erst in der zweiten Folge, würde ich sagen. Die zweite Folge wird dann auf jeden Fall auch länger, denke ich mal, gehen. Und ja, Leute,
Lasst gerne einen Daumen nach oben jetzt hier zum Schluss da, um das Projekt ein wenig zu unterstützen. Und schreibt mir gerne mal in die Kommentare, habt ihr damals schon mal Call of Duty Ghosts gespielt? Wenn ja, wie hat es euch damals gefallen? Und, ja, schreibt mir das auch gerne mal in die Kommentare. Seid ihr Call of Duty Fan? Hätte mich mal so interessieren, wie viele Call of Duty Fans ich so auf meinem Kanal habe. Das war's mit dem Video. Euch noch einen schönen Tag und ja, tschüssi.